Und wieder kein Crossborn. Na gut, soll ich anfangen? Ja, bitte. Haben wir unten links den blauen Protoss. Foil. Ja, und oben links den gelben Zerg von Team Phoenix, das Elfie. Muss man mal kurz raustappen. Was ist denn jetzt schon wieder hier los? So, neuner Drohne fährt raus. Sucht dann mal seinen Gegner. So. Jetzt ist dieses scheiß Plugin schon wieder aktiviert gewesen, ey. Und wieder an deiner Kamera Vision, ne? Ah, Hat zwar okay. schöne weiße Balken jetzt, aber naja, passiert. So, gucken wir mal. Diamant Ja. Remaster, wie gesagt. Vielleicht schafft der Dia eine Überraschung. Oder der Master zeigt halt, warum er in der Liga höher spielt und gewinnt. Naja, ich bin mal echt gespannt. Bin natürlich im Inneren für Elfie auf jeden Fall. Nur hoffe trotzdem auf ein schönes Match. Pylon unten gebaut. Los. Gucken wir mal, ob der wahrscheinlich 15er Nexus dann. Ja, sieht so aus. Elfie spielt Hedge First. Edge First und Eddie Knight die Probe. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Darum muss jetzt weitergezogen werden. So, schon bei 17 Supply, also der Nexus um 2 Punkte verzögert. Kommt immer noch nicht. Jetzt kommt er. Einfach schön gemacht. Cool. Es ist die Frage. Weiter peilen. So, dass der Protoss gerade ziemlich ja, Ja, das verwirrt war ist. gut. Jetzt kommt die Forge. Ja, Gott, genau. Okay. Probe greift wieder angegriffen. Aber den ist jetzt verliert Ah. er, die Drohne. Ah, er kämpft nicht weiter. Ja gut, So. auf jeden Fall muss er schon mal nicht mit dem Cannon Rush rechnen, dadurch, dass er jetzt da hinten so viel Zeit geklaut hat. Was mich gerade. Okay, man kann man machen, klar, dass er Gas nimmt. So früh gegen Forge. Aber dann sollte er gucken, dass er die bei 100 Gas wieder rausnimmt. Ready. Ja, das Okay. sehe ich ja gleich, ob er sie Ja. rausnimmt. So, So, ist Gateway. momentan auch Two Base. Was ist erstes Matchup? PvP. Elfi gegen Zoll. Master Toss. Aber haben die wieder lauter Master? Ja. Ja, wann kommt die dritte von Elfi? Oder spielt ja ein Baneling Bust? Und meint weiter Gas. Ich weiß Hey, nicht. castet, sorry, ich mute mich. Jo. Da kommt auf jeden Fall eine dritte Queen, damit er ein bisschen Crew spreaden kann. Ja. Und jetzt erst So. Speed. Ja, bei 200 Gas. Ah, er verfolgt die Ich weiß Drohne nicht, immer noch, die also Probe. der kann das Gas gerade nicht wirklich sonst ausgeben. Wieso holt er die Worker nicht raus oder lässt nur einen drin? Ja. Aber gut, er wird schon wissen, was er tut. Also hoffe ich. Ich denke, er bankt das Gas jetzt ein bisschen, dass er vielleicht, wenn er doch Roaches spielt, dass er dann schon welche pumpen kann. Ja, Stargate. Mal gucken, mal Orakel sehen oder Phönixe. Oder Void Wraith. Probe Road tot. Warren, gutes Timing. Drittes Gas unten vom Toss. Immer noch keine dritte Base. Ja, ich glaube, er hat Angst noch. Ja, aber es schadet doch jetzt mehr, wenn er auf Cybase bleibt und der Toss auch. Ja, ist jetzt schon 10 Worker hinten. Ja. Brrr, das wird eher immer mehr anstatt weniger. Ja, Constructed Worker Production ist
Sehr, sehr gut. Und Void Ray. Das Der will auf Overlord Jagd gehen. Das ist natürlich gegen Roaches schon sehr, sehr gut. Ja. Da kommen ein paar Zealots. Sie wollten wohl die dritte angreifen, aber da ist noch keiner. Wir gehen halt auf die Queen. Und der Toss muss ich jetzt auch denken. WTF. Ah, der Ovi ist futsch. Warcrawler kommt, Leertech kommt. Aber alles finde ich, also für Two Base, weil da ist der Leer ziemlich spät. Ja klar, er hat ja auch 400 Gas gemeint. Normalerweise ja. Kommt er ja gleich bei den nächsten 100 Gas. So ist es. Das ist auch ein bisschen Overmins. Sollte langsam mal entweder eine Makro-Head setzen oder dann die dritte holen. Plus ist 15 Worker vorne und das geht immer weiter. Okay, da kommt eine 9er Drohnenrunde. Die Roaches machen jetzt gleich Bekanntschaft mit dem Void Ray. Ja, das sind nur drei Stück, da macht der Void alleine. Und zwar während seinen Powerstrahl, Anesh. So, wir haben ziemlich viel Overmans von der FE. Könnte er die sofort die 14 hinterher schmeißen, wenn er will. Ja, aber der Brutus genauso. Ja, aber kein Gas. Ja. Der Elfie dagegen, Verlust der hat beides. Dritte Base kommt es anscheinend auch. Zwei Void Rays, dritte Base. 27 Worker an der zweiten, 16 an der ersten. Ja, der ist immer quasi schon durch. Vorne. Der ist quasi schon durchsaturiert. Mehr als das. Der muss nur noch die Worker rüberschicken zu dritten. Und dann ist quasi schon fertig. So ist das. Ja, zu viel Gras jetzt, da machen die Wolz dann nicht mehr so viel. Trotzdem, also, das gefällt mir nicht wirklich. Das sind jetzt mittlerweile 18 Worker hinten. Ja, er muss jetzt seine dritte bedrohen. Da ist noch keine einzige Drohne. Das ist so hart Supply blockt. Ja, gut, aber das liegt jetzt daran, dass die Void Rays schön feiern gehen. Ja. Sieht er sich auch noch komischerweise genau in dem Augenblick mit dem Void zurück, der ganz oben bei den Hydras schön fleißig gemeint hat. Ich weiß nicht, also ich finde das ja komisch. Ja, das ist jetzt lustig. Das sind ein paar mehr Hydras. Macht er die Forge kaputt? Scheiß doch auf den Pylon. So, Forge ist down. Ja. Soll jetzt die dritte angehen. Obwohl Kolossus ist da. Aber das ist halt von der Position aus auch nicht so toll. Nee, so ist das. Na, hoffe ich, dass er hinten wenigstens gemarkert hat. Nee, hat er auch nicht. Hat aber auch keine Minerals, also es geht. Hat gerade, ja, aber er hat ja wenigstens Worker bauen können. Los, aber er drückt gerade anscheinend Ami. Hat er sich ordentlich eingespielt? Anscheinend nicht. Okay. Jetzt kommt er wieder mit so einem Stoßtrupp. Ja, das bringt nichts. Das sind. Unsere zwei Kolosse, zwei Voids. Das sieht nicht gut aus. Ja, und das sieht jetzt der Protoss und sagt sich, oh, da habe ich keine Angst vor. Nee, definitiv nicht. Oh, das ist wieder Drohnen.
Vom Supply her recht nah dran, aber trotzdem hinten. Das möchte man als Zerg eigentlich nicht gegen Toss. Ja, man möchte auch nicht gleich auf sein mit dem Toss. Theoretisch, außer man hat 200, 200. Ja. Aber was mich ein bisschen enttäuscht von dem Masterspieler ist, dass er auch null harrist. Ja. Okay, er baut jetzt ein Spire. Aber Stargate ist halt auf dem Feld. Blink kommt. Plus 2 ist gleich durch. Wird gleich durch. Ja, aber Corruptor kann er da nicht spielen, da sind ein paar mehr Voids. Und gleich Blinkstalker. Naja, also sucht er so viel Supply vorne. Ja, der geht jetzt gleich mal drauf. Er baut seinen Proxy-Pylon. Problem ist, dass Ölfi gerade auch nicht wirklich Army holt. Ne, der holt jetzt Tech nach. Er hat noch keine Upgrades. Hey, ich glaube, er ist gleich, wenn das Spiel rum ist, nicht so zufrieden. Nee. Und da muss ich gegen den Tor spielen, ne? Ja. Raptor kommen, 6 Stück. Na, das sind so viele. So viel Protoss ist das. Ja. Offensiver das Blink. 180 zu 140. 190 zu 140 Supply. Ja. Ja, 11 Supply ist jetzt halt auch noch viel, noch in den Eiern. Ja. Und da geht er runter, unter 100 Supply. Da ist es vorbei. 1 zu 0. Ja. User joined your channel. User left your channel. Schade, Elfi. User was moved out of your User channel. Was moved out of your channel. Ja. Passiert, kann man nichts machen. Ja, leider, leider, leider. Fantasy, was willst du für eine Map spielen? Ist mir egal, alles außer Iron Fortress, Inferno Pools und Expedition Lost. Dann sag mir eine. Nimm Vani. Oh, ich wechsle Channel, ne? Ja. User left your channel. User joined your channel. Hallo. Hey. Bin ich zu spät oder geht noch? Nö, nö, du hast doch schon einen Inf gekriegt. Ah, okay, gut. Hab gerne noch Stream geschaut, war wohl nix bei Elfi. Naja. Wir sind da alles in der Lobby jetzt drin. Und die alle zu oder was? Ja. Ich hoffe, ihr seid ready. Ja, was wollen die alle in der Lobby, ey? Wollen die Stream cheaten oder was? Tja. Elfi hat's erlaubt.
Okay. Also wenn ich spiele, dann schaut keiner zu. Dann halt auch kein Stream, weil das geht nicht. Auch hier jetzt bei Ölfi hat er schönen Void Ray gebaut, obwohl und Ölfi hat Roaches gehabt. Also weiß nicht Na wie. gut. Das ist zwar schon jetzt nicht ganz so eine unmögliche Taktik, aber ja, ich weiß nicht. Ja, wenn noch irgendwas sehen, dann mal halt ESL einschalten. Ja, nee, bist selber schuld, wenn du es erlaubst, dass die reinschauen. Ganz einfache Geschichte. Also, nee, also wie gesagt, also wenn ich spielen sollte, dann kommt keiner mit, dann gibt's halt auch keinen Stream, fertig. Jo. Weil im Grunde genommen, wir können ja nachweisen, da kann einer von der ESL kommen, kann den Stream gucken und sieht, okay, wir hatten 3 Minuten Delay, passt soweit. Und was wir gesagt haben. Aber bei Daniel kann es keiner nachvollziehen. Also, was bei Daniel im TS gesprochen oder im Skype gesprochen wird, das bleibt unbekannt. Gut, aber theoretisch könnten wir auch eine PN schreiben oder so, anpingen oder irgendwas. Ja, schon. Also Als theoretisch. Caster. Du kannst es schon, ich nicht. Also bei mir ist ja alles auf dem Video. Ja. Ja. Wie gesagt, also bei uns ist es schon schwieriger. Wir können es quasi nachweisen, dass wir nicht geholfen haben. Wenn die sagen, okay, nur einer, der wo halt streamt, dann ist es ja auch okay. Na. Naja, schauen wir mal, vielleicht war es einfach nur Luck. Aber ich würde definitiv keinen zulassen. Also dann lieber Aber ich gar glaube keinen ehrlich Stream. gesagt, es hat nicht viel geändert. Elf hat irgendwie komplettes Makro vergessen von Anfang an, oder? Ja, sagen wir es mal so. Also er hat jetzt nicht so gut gespielt, ja, das stimmt schon, aber ich weiß auch nicht. Aber mal, wie sich der gute Fantasy so schlägt. War auf jeden Fall schon Chrono auf den Zeller, also anscheinend hat der irgendwas vor, was Schnelles. Hat sich auch Chrono aufgespart, anscheinend? Ich weiß nicht. Vielleicht wird das so ein Vorgate oder was in der Art. Glaubst dran? Ja, also er baut jetzt auf jeden Fall einen zweiten Zelot. Also komisch ist schon, dass man am Anfang Chrono auf dem Zealot macht. Vor allem der bringt halt nichts gegen den Reaper, also der ist eigentlich nur zum Angreifen da. Ich denke, der wird einen schnellen Push spielen wollen. Ja. Hat halt auch nicht gewollt. Das heißt, er geht jetzt erstmal rein und wahrscheinlich forst er damit, dass der Reaper zurück muss. Ja. Der Stalker ist auch gleich schon da. Ja, man Holen findet das sich halt alles nichts. raus. Ja. Kann schon böse jetzt kommen, ja, weil der den Reaktor gleich baut. Ah. Andererseits ist der Reaper halt da jetzt, wobei der Stalker kommt gleich. Oh, der erste Zealot nähert sich schon. Da schaut er rein. Ein Chrono auf Zealots ist echt ganz schön stark. Ja, da holt sich jetzt die Factory. Der Stalker Man kommt muss da gleich. canceln jetzt, ja. Er cancelt sie nicht. Er holt jetzt Ist noch ein wahrscheinlich paar schon so SCVs. Ja, der ist jetzt schon mad frustriert. wahrscheinlich, ja. Ja. Boah, 7 Worker hat er geholt. Jetzt ist der Stalker auch da. Ja, Thorsten läuft jetzt auch seine Exe. Es ist kein All-In, es war wirklich nur so ein schneller Push. Aber sehr effektiv, wie sich zeigt. Oh, das ist die Robo und noch ein Gate, noch Pylons. Okay, er geht jetzt nochmal im Reaper auf Scouting Tour. Dritte Stalker kommt. Die Marines hat er ja schön aufgestellt. Ah. Was sollten die Stalker jetzt nicht hochpushen? Aber versucht es trotzdem, wobei mit drei Stalkern. Ah, ne. Muss er da lassen auf Hold, das war gut positioniert.
War jetzt überhaupt ein Sentry rein? Ja, Observer Fantasy kommt. hat keinen Tech, ne? Noch gar kein Upgrade im Bau. Nicht mal ein Tech Lab irgendwo. Aber er scoutet jetzt zumindest, dass die Aggression von Protoss jetzt nicht so unendlich viel sein kann. Ja, das ist gut, dass er das sieht. Ah. Oh, der Reaper! Oh, wie kommt er dem Sentry vorbei? Hat den Rally Point nicht auf die Minerals gelegt, das Protoss. So, jetzt holt er den Tag nach. Factory kommt, Stim kommt. Ja, ist immer noch 10 Worker hinten. Scannt jetzt. Sieht Robo. Ja, stellt sich auch schon mit Observern auf, falls wieder mal ein Drop später kommen könnte. Ah. Aber bis dahin ist noch eine. Weiter Weg. Schön Supply Block gewesen gerade. Trotzdem mit Units aus, kommt er damit Workern? Ja, es geht. 28 zu 36. Daran hat er Muse, ist kein Weltuntergang momentan, aber der Tech ist halt ein Problem. Das wird jetzt bestimmt gleich Robo Base setzen. Er holt jetzt auch die Forge eine. Dritter Observer schon. Um Upgrades zu machen und der rallyt die alle nach hinten schön. Ah ne, jetzt hat er dann gerade umgerallied. Jetzt scoutet er mit dem Phoenix bei Fantasy Space. Ah. Wieder auch das Timing vom Starport. So, er macht jetzt ein Dev Upgrade hier, Fantasy. Ach, nicht Fantasy, hier der Protoss, meine ich. Der Protoss, ah. Wenn ich dann irgendwas Stellar-lastiges spielen wollen. Kolostek kommt. Ja, ich denke, der spielt sich jetzt schön hier, holt sich seine Saturation und macht dann einen dicken Two-Base-All-In. Mit zwei Kolossen. Kolossen meinst du? Ja. Ja, weil der Fantasy am Anfang so zurückgeworfen hat, dass er einfach mit dem Push so vorne dann sein kann. Von allen Timings her. Das könnte ja schwer aufzuhalten sein, falls es sowas kommt. Aber Fantasy wird jetzt mal droppen versuchen, nehme ich an, mit zwei Medivacs. Ja, letzte auch voll. Ja, da kommt aber schon der Phoenix. Und scoutet es direkt. Bam! Kein Glück. Das ist ja auch gutes Scouting vom Thaus, muss man sagen. Mhm. Hat auch überall seine Observer, mit dem wird es dann auch nochmal frühzeitig sehen. Ja. Aber bisher läuft er noch nicht in die Natur, also mit dem Phoenix hat er anscheinend nicht viel bemerkt. Hat auch 24 von 24 in der Natur. Er sieht es auch nicht mit dem Observer. Der Observer ist gerade, also genau am Observer vorbeigeflogen. Jetzt mal schauen, ob er Schaden machen kann hier. Reingeht in die Natur. Die Reaktion war gut. Ja. Haben noch gar keinen Worker verloren. Der müsste jetzt ja, eigentlich mal hier. Wenn er den Nexus stimmen, kriegt, ist ja auch nicht so schlecht. Oder? Doch. Hat er? Er hat schon gestimmt. Achso. Oh, oh, jetzt ist er aber hier. Oh, er boostet ihn. Das Kant wäre noch untertrieben. Ja. Und Medivac tot. Das hat sich nicht rentiert. Hätte er den Nexus gekriegt, okay, könnte man sagen, vielleicht. Aber so war es nicht wert, gar nicht. Vor allem hat er jetzt gar keine Units mehr und wenn jetzt der Push dann kommt, wie ich ihn vermutet habe, dann wird es richtig bitter. Er hat auch schön F2 gedrückt, der Protoss. Muss gerade seine Observer neu verteilen, ja. Der eine steht noch unten bei der Gold. Ja, den muss er gerade nochmal hinschicken, ja. Achso, okay. Also Panic Move. Ja. Geht nicht so gut. Auch den oben rechts an der Gold, den hat er da nochmal hingeschickt, den unten vor der vor der dritten von Fantasy hat er nochmal hingeschickt. Er ist auch schön übersaturiert auf der Natur. Fantasy nur ist die dritte, also mutig, aber der richtige Move jetzt gerade, würde ich sagen. Ja, das ist sein Comeback-Move, sage ich mal. Ja, ja, der Thorsten nimmt jetzt auch die dritte. Okay, aber der wird jetzt gleich pushen. Ich denke, ja, gut, aber jetzt hat er zwei Kolosse. Aber von der... Fertig.
von der vom Army Value ist schon ein bisschen große Differenz, aber vom Supply her ist nicht so weit weg. Der brennt ihn jetzt völlig. Ja. Bei Kolosse und Blink. Und Fantasy hat so eine kleine Army ohne Vikings. Aber er hat 1-0 Ja, gegen gut, aber kurz. 0-1. Ja. Okay, das heißt, sie negieren sich quasi. Upgrades zum Def, also im 1-1 sind sie ja, knapp gleichzeitig fertig. Ja, Vielleicht das hat er Scouten ist ja echt Glück. krass. Beim Toss, ey, der hat jetzt 4 Observer und verteilt sie überall auf der Map. Er sieht sogar den einen Scout Marine da oben. Na, die Map Vision von dem Toss, die ist gut. Ja, ja okay, jetzt ist Fantasy mal supply-technisch vorbeigezogen. Army Value ist rangekommen, oder mit der Army Supply ist er mal rangekommen. Wenn natürlich der Und. Toss jetzt gar keinen Push macht, dann kommt er schön wieder ran, aber Kolosse werden halt immer mehr, der braucht dann schon demnächst Okay, Vikings. was ist das? Er faked einen Drop an. Aber der Observer sieht beides. Ja. Ja, okay, jetzt ist Fantasy mal mit der Eco vorne. Hat noch Mools. Jetzt kennt er auch die Kolosse, also wird es hoffentlich bald reagieren mit vielen Vikings. Braucht nämlich sehr, sehr viele Vikings. Er braucht auch ein zweites Starport. Ja, hat er schon, da müssen wir so einen Reaktor dran bauen. Ah, Und dann okay, da. pumpen. Ich Da gibt glaube, es ein direkt zweites Gas. Starport baut man doch normalerweise gar keinen Reaktor ran, oder? Aber jetzt macht er das auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn man so viele Kolosse scannt und noch keinen Viking hat, dann braucht man da schon einen Ah, okay. Reaktor. Hier Kolosse jetzt da, der fünfte im Bau. Also jetzt momentan wird es immer noch, wenn er jetzt loslaufen würde, glaube ich, würde es bitter aussehen ohne Vikings. So, Marauder sind was. zwar schon stark, aber. Na, Concussive Shells hatte, Shield hatte, 1-1, Stim, okay. Der Toss hat jetzt auch schon Templar Archive gebaut. Ja, Storm ist gerade in der Forschung. Und Charge wird auch schon fertig, also die Upgrades sind schon stark, bis auf 1-1 hat er erst. Ja. Will der immer noch mit einer Forge? Ja. Oh, war der? Ich glaube schon, na. Aber einen Ja, ganzen doch, Arsch voll da Gates ist hat er. Armor Level 2, wird auch gleich fertig. Ja. Ja, Wo sind das die ist Forge? voll dabei, 3 Bestos, also. Ich denke, der max sich jetzt und rennt dann rüber, oder? Anders kann ich mir gar nicht erklären, was er jetzt macht. Ne, er muss eigentlich jetzt rüberrennen. Er wird doch jetzt Also. nicht warten, bis er Vikings baut, meine Auf Fantasy, Oh. all in mit Wirken. Aber es ist gutes Timing, der Storm ist noch nicht durch. Ja, aber gleich, sobald er Aber da zwei. ist. Ja, und zwei Vikings gegen 5 Kolosse. Ui. Aber er hat natürlich eigentlich theoretisch alles gesehen. Er ist direkt unterm Observer langgelaufen. Es wird auf jeden Fall. Ja, mal Aber er schauen, wenn müsste der Boss erst irgendwie da sammeln. kommt. Er müsste erst sammeln. Er hat einfach drauf und Storm ist auch fertig. Ah. Natürlich ärgerlich. Hätte Oh, hier nicht kämpf so. einfach straight up. Aber hätte schon die Kolosse irgendwie fokussen müssen mit dem Marauder, glaube ich. Komm. Die Kolosse leben halt noch alle, sind schon 6. Nee, nichts zu holen. Aber guter Versuch, All-In mit Wildcat, Ja. 47 verloren. Wenn er ein bisschen eher kommt, ne, die Storm hat schon viel ausgemacht. Er muss halt sammeln nochmal, bevor er da rein engaged. Also er kann nicht die Worker komplett vorschicken. Er muss noch einmal sammeln und dann loslegen. Ja, Weil er hat schon so also. viele Worker verloren, bevor überhaupt seine Armee angefangen hat zu schießen. Toss ist auf jeden Fall schön mit F2 jetzt nach vorne. Allen Observern. Ja gut, das ist jetzt aber auch vorbei. Ja. Aber war ein guter Versuch. Auf jeden Fall. Kann man lassen. 2-2 hat er jetzt, der Hände, ja. Gegen 2-1. Sogar Upgrade-Vorsprung. Ah. Schon ganz gut ins Spiel gekommen, aber halt ohne Vikings keine Chance. Ah. Ja, aber ich weiß nicht, also es war ein guter Versuch, aber er hätte das machen müssen, ich glaube nicht. Also er war zum Schluss, war er gut wieder dabei. Ja, wir waren doch schon fast Max, ne? Der muss ja irgendwie Supply frei werden. Ja.
Wobei, wenn er dann noch sich Zeit lässt, Ghosts baut gegen die Storms. Aber ich glaube, von den Storms hat er gar nichts gewusst, oder? Weder, dass sie im Bau waren, noch, dass sie schon fertig werden. Julian oder du als nächstes? Also PvP habe ich keine Chance, glaube ich. Ich denke Julian. Die Okay. bessere Wahl, vor allem ist der ja schön eingespielt, der hat aber die ganze Zeit gegen mich gespielt. Ja, der ist gerade da, aber noch AFK. Kannst du mal im TS in den Raum gehen und gucken, ob der da ist? Ja, ich überprüfe das mal. User left your channel. User joined your channel. Yo, bin ich zu spät? Nö, gerade Loading Screen. Ach so. Okay. Ach so, ja, Ja, dann zu doch, du bist zu spät. spät. Okay, mach Solo-Cast. Ja. Der Julian wird ihn schon weghauen, hoffentlich. Sind da wieder 100.000 Leute drin in der Lobby, oder? Ja, doch. Okay, naja, gut, ich denke jetzt nicht unbedingt, dass sie gecheatet haben, aber. Irgendwie ist es schon komisch. Ja, ich Jo. schau dann runter, ich kann ja schlecht mit Carsten so. Ja, alles klar. Was dann? Ciao, ciao. User left Ja, your rechts channel. unten auf Echo haben wir jetzt hier Julian als gelben Terraner. Das Engelsblut.
Und oben links in der Ecke haben wir Zoll als blauen Protoss. Vom Team Brit. Ja, ich bin ein bisschen frustriert heute, aber ja, schauen wir mal, was so geht. Bis jetzt liegen wir 3-0 hinten. Das ist schon quasi. Nee, 2-0 liegen wir hinten. So, das ist der dritte Mann. Ja, Julian spielt auch ein frühes Gas, wird wahrscheinlich Reaper FE spielen. So, er wollte auch nicht. Okay, er baut hier gleich mal einen Pylon an die Rampe, dass er sieht, wenn Reaper reinkommt. Was hat er gespielt? Er hat zwei Zealots gespielt und den Stalker als Anfangspressure. Ja, hier kommt jetzt das CC. Und der Reaper geht jetzt raus. Er rallyt die Berserker mit Absicht außenrum. Aber. Oh, der Reaper scoutet den Berserker nicht. Schade, schade, schade. Aber den zweiten holt er. So, jetzt geht der Berserker auf das SCV. Das SCV wow, stirbt. Damit ist die Base. Oh, die Knight. Ich wollte es gerade sagen, delayed. So. Oh, das CC oben nochmal. Zweite Worker tot. Und dritte Worker tot. Okay, bei Fantasy hat er vorher 7 gekriegt. Stalker ist da. Sechster. Okay. 6 Worker gekriegt. Aber jetzt stirbt auch der Stalker dafür. Aber da kommt schon der nächste. So, Reaper down. Marine down. So, da kommt noch mal einer raus. So, Nexus ist im Bau, zweites, drittes Gateway kommt. Hier. Hauptgate Tag ist gleich durch. Hobo kommt dann. Stalker, hier stehen zwei. Da kommt der Warp in Pylon. Macht jetzt Druck. Und dahinter hat er seinen zweiten Nexus. Drei Gates, Robo als Folgetech. Ja. So, Medivac kommt, wieder mal unterwegs, die zweite.
So, Drop ist unterwegs. Vorne sammeln sich jetzt Stalker und Sentries. Die wollen den nicht rauslassen. Und alle Marines tot. Und keine einzige Brutus-Unit gefallen. Drop ist hier unterwegs nochmal, das ist sein Comeback-Drop. Pylon ist im Bau, ansonsten ist hier nix. So, hier vorne kommt nochmal Stalker. So, er hat gerade keine Warpins. So, und jetzt zieht er sich zurück. Zwei Drohnen hat er gekriegt. Jetzt kommen die ersten Warpins. Und die ganze Protoss Army move zurück. Boost nochmal, jawohl. Okay, Observer ist da. Aber hol das Medivac zurück. Okay, er hat den Pylon hier gesehen. Schönes Mining nochmal, die Night. Jetzt steigt das Income vom Brutus wieder. Worker sind sie jetzt auch wieder, schon wieder auf dem guten Weg, der Julian. Oh. Der Pylon da. Machen kaputt. So, was kommt jetzt noch? Kolostek, plus 1 Armor, Twilight und Cannons. Und Gateways, weitere. Und bei Julian kommen weitere Rex. Engineering Bay hat er noch keine? Kommt Starport nochmal. Keine Upgrades. So, Observer kommt. Er scannt die dritte Base. Ja, da ist noch nichts. Also, mach gemütlich. Schön weiter Units bauen. Schön weiter Rex. Upgrades holen. Jetzt kommt Double Engineering Bay. Okay. Und noch beide kein Upgrade. Wobei beim Protoss das 01 gleich fertig ist. Er holt direkt 02. Kommen jetzt die Vikings. So, er hat auch noch nicht vor, wirklich zu expandieren gerade. So, jetzt holt er einen Attack und Defense Upgrade, dafür hat er kein Geld. Okay, jetzt hat er es angedrückt. Okay, passt.
Er scannt, er sieht Hirobu, er sieht Kolostek, er sieht Twilight am Arbeiten. Er sieht ganz viele Gates hier. Und er weiß, keine dritte Base. Also, Units bauen. Units bauen. Und zwar die richtigen. Viper, Viper, Marodeure, Marines, Vollgas und Upgrades nachziehen. So, jetzt hat er der Terraner auch gleich 1-1. Oder zumindest 1-0. 1-1 dauert dann noch ein bisschen. Der Protoss ist jetzt gleich mit 0-2 durch. Hat jetzt Charge angeworfen für die Zealots. Und der moved raus. Alles beim Observer gesehen, vom Pylon gesehen. So, Scouting Phoenix gekommen. Ich würde meinen, ich hier. Da möchte ich eigentlich nicht so rein pressuren. Dritte Base wird gesetzt. Er hat auch SCVs dabei. Oh, nee. Okay, die Kolosse sind jetzt gleich down. Ja, die Fokus da wenigstens schön raus. Kann der Koloss schon nicht fighten. Muss aber die Rampe hoch. Schön. Oh, die Tees. Ja, okay. Da kriegt's mit. Ja, 54 zu 13 Worker. Schade, schade, schade. Jetzt kommen die DTs vorne. Ja. Okay. Das hat er nochmal. Boah, hier ist alles gesaved mit Cannons. Der Protoss holt jetzt auch seine dritte Base. Oh, hier ist. Ach, der hat das CC direkt rausgeflogen. Der hat gar keins gebaut. Puh, 10 zu 54 Worker. So, 2 Attack ist unterwegs für den Protoss. So, jetzt hat er hier nochmal einen kleinen Trupp stehen. Swap Prisma ist unterwegs. Sammelt jetzt den DT, glaube ich, noch ein. Ah, wohl, er warp direkt hier noch mal rein, dass er den Pylon nicht cleart. Ja, jetzt würde ich gleich TT schreiben, wenn er das sieht, was da steht. Ja, 12 STVs. Ja. So, das war es 3:0. So, dann schauen wir mal, ob Mofo spielen will.
Ja gut, Leute, dann. Muss ich leider den Stream ausmachen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich muss dann das letzte Spiel spielen.